und musst dann richtig im Moment einen Stampfer auf den zweiten machen. Damit du darüber kommst. Stampfer, wieder diese Stampfertechnik, ja, der. Nein, und natürlich darfst du dabei den nicht möglichst nicht verfehlen. Also, ja, genau, so wie ich jetzt. Ja, so wie ich auch gerade. Howdy, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Willkommen zu einer weiteren Runde Layman Regents. Und genau. der da lacht, das ist der Lopri. Danke, Rick Mal. Ja, und wir stören uns in der Kapitel Fiesta de los Muertos in die Folge Tour de Glasur. Hört sich toll an. Hört sich sehr gut an, ja. Du hast schon interpretiert, dass es wohl irgendwas bedeutet, dass wir hier mit irgendwelchen fetthaltigen Zuckerglasuren irgendwelche Dinge erschaffen müssen. Oh, das sieht so lustig aus. Meiner als Hütchen, der hat so einen riesen Kopf und so einen witzigen Hütchenkörper, das sieht so cool aus. Siehst du da unten schon den ersten Gegner? Ich bin noch gar nicht so weit, ich bin gerade erst als Ente verwandelt worden. Ich wollte gerade hier noch wundervolle Konversation mit dir führen, aber du natürlich wieder direkt. Achso, ich war so voll so, yeah, es geht los. Der Gegner ist echt cool. Die Gegner sind echt cool. Ja, die Gegner sind richtig cool. Schreien Feuer, wenn sie... rumstehen. Mhm. Echt? Die spannen Feuerbälle? Wenn die zu lange rumstehen und dich entdecken, Das ist mir noch nicht passiert, dass die zu lange rumstehen. Oh, was passiert denn jetzt? Da haben wir wieder den Lümmel! Ah, nice! Oh, Lümmel, richtig. Du warst zu langsam, ich war zu schnell. Sorry. Warum war ich zu langsam? Nee, der Lümmel war zu langsam. Achso, okay, ich dachte, du hast mit mir geredet. Ich hab gerade gegrillte Ente. So. Das ist sogar Zeug hält, aber auch wirklich nicht lange durch, ne? Genau, ja, weil er halt ständig immer irgendwas. Gott, warte mal. Haha, ich hab's. Yeah. Die Münze oben, weißt du, wie du die kriegst? Das ist eine Münze? Ich warte auf dich, sorry. Ich bin schon wieder so völlig überstürzt. So, ihr Zuschauer, könnt ihr mal raten und in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das ist, was wir hier an die Wände schmieren? Eine Fettglasur? Hm. Die Popel vom Lümmel vielleicht? Ach, die Münze da oben meinst du? Jo. Weißt du, ach nee, oder? Beim nächsten Ding, ne? Erstmal das erste Ding hier machen, dann die Lams holen. Wie kriegt man jetzt da oben? Wie kommt man denn da ran? Vielleicht von hier links? Ach so, man muss erst ganz hoch und dann rüberhüpfen, oder? Also wie kommt man denn da oben ran, verdammt? Ah, ich hab eine Idee. Okay, ich hab eine Idee. Ja. Okay. Nein, jetzt hab ich die Dinger verpasst. Das wäre schade. Lümmel, mach mal was. Oh, wie komme ich wieder zurück? Wo? Wo bist du denn jetzt? Ah, jetzt, okay, alles gut. Ich bin ein bisschen verpeilt, das bin ich. Bei mir hat er noch nicht ein einziger einmal einen Feuerspeil machen können, weil ich jedes Mal Feuer schon direkt ausschalte. Ja, du bist einfach ein Held, ne? Du bist ja auch. Das haben wir ja schon festgestellt. So, bist du schon an den zweiten Feuerbänder wieder vorbei? Ich bin noch bei den ersten Feuerbändern, die von oben runterregnen. Also die von oben runterregnen, ne? Okay, wo direkt danach rechts so ein Typ ist, der unten Rübe. Genau. Okay, gut, dann bin ich auch gerade. Kann ich dann schon weitergehen, oder? Nee, ich überlege noch, wie ich an die Münze da hinten komme. Du musst nach links gehen. An die Münze, du meinst diese Viecher da oben, oder? Nee, an die Münze, die da oben schwebt. Achso, dann komm mal nach links nochmal mit. Ja, ich geh jetzt mal kurz. Gehen wir nach links einmal durch. Und du machst nicht diesen Streifen, sondern machst einen Stampfer nach unten. Über diesem Sprung links. Genau. Aber an die Viecher da oben bist du schon gekommen beim Feuer, ne? Da sind Viecher oben? Siehst du nicht? Dieser Käfig da oben beim Feuer direkt, wo es Feuer runterregt? Achso, ja, klar. Den hab okay, ich schon. Gut, okay. So, Lümmel, dann tu einmal hier mal quer rüberrotzen, ne? So, haben wir den direkt gerettet. Ist ja ein Traum. Gut, läuft. So, hier direkt. Achtung, Ente von oben. Den nächsten wieder weggehauen. Ich glaube, ich lasse den nächsten Mal, ich gönne den nächsten Mal einen Moment, um mich mit Feuer zu bespucken. Um zu sehen, wie es so aussieht. Wie die Animation aussieht, ne? Genau. Genau. So, da unten ist eine versteckte Tür, das hast du gesehen. Da bin ich jetzt auch gerade, exakt. Dachte ich mir auch schon, es war so ziemlich auffällig. Relativ. Oh, hallo, es ist tricky. Wow. Okay, ist jetzt nicht so heftig gewesen. Nee, stimmt. Aber immer ganz tricky, trotzdem die A- und die B-Taste immer so gleichzeitig zu drücken. Du springst auf jeden Fall. Und dann. Oh. Ja, das auf jeden Fall. Es erfordert ein wenig Übung. Ein wenig Fingerakrobatik. So, mein Freund, so bespucke er mich. Na los. Ja, der will mich gar nicht bespucken, der läuft die ganze Zeit hier so rum. Ja? Dein Pech. Hab ich ihn einfach K.O. Irgendwie wollte er nicht. Ich habe ihm die Gelegenheit gegeben, mich mit seiner Sappe zu überhäufen, aber er wollte es nicht. Ja. Mehr kann ich nicht machen.
Rein und links. Was hat er denn? Was hat er denn? Hä? Diese Punkte jetzt. Oh, die Münze. Die Münze rechts. Wow, ja. Ja, hab ich auch gerade. Sehr gut. Schnell runter. Wow. Das ist cool. Das ist aber echt cool gemacht, ja. Ja, finde ich auch. Ich finde echt, dass sie jedes Level irgendwie so ein eigenes Element hat gerade. Das finde ich richtig gut. Also jedes Mal irgendwie mal. Diese Käfer tun hier irgendwas? Extrem kreativ auch total. Also. Auf jeden Fall. Also das finde ich auch echt nicht verkehrt. Das ist beeindruckend. Also das, ich dachte jetzt echt, da ist jedes Level irgendwie so, dass wir uns verkleinern oder jedes Level irgendwie so, dass. Wow, das war close. Alter Falter. Da musste ich einfach so ganz, durch die ganz langsam durcharbeiten, genau. Ja. Oh, jetzt. Ah, okay. Ich hoffe, ich bin nicht zu langsam jetzt hier. Oh, hinten muss man tierisch aufpassen, ne? Ich bin jetzt unten bei dem Herzglas angekommen. Genau, da bin ich auch gerade. Sehr gut. Ah, shit. Ich habe nicht dran gedacht. Nein! Ah, ich bin gestorben. Verdammt. Ja, ich auch. Vielleicht an derselben Stelle wie ich. Man weiß nicht. Direkt nach diesem Lümmel, ne? Nach dem kleinen Link. Ja. Direkt danach, wo man dann diese komische Kurve hat und also so springen muss, so ganz schnell. Oh, man, genau. Du musst viel zu schnell den Strich machen. Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Ich hab's jetzt geschafft. Nein, es ist nicht. Das ist nicht möglich. Das ist unmöglich. Auf zu Link. Du kannst das gar nicht geschafft haben. So, ich bin durch. Ah, jetzt spuckt der Feuer. Oh, nice. Der speit ja richtig Feuer. Wow. Ja. Das ist ein Ralapeno oder so. Das ist ziemlich cool, der Typ. Ja. Das ist ein Pepperoni, meine ich. So. Wie der sagenumwoben der Mexiko lebende Pepperoni, genau. da links kann man nochmal hoch, ne? Echt? Wie jetzt? Hast du den Käfig? Ja, den hab ich. Nein, okay, Lümmel, Lümmel. Ach, warte mal, da kann man unten wieder Ding runter, ne? Ey, das ist ja genial. Ich bin nämlich gerade fast abgestürzt, dachte, ich sterbe jetzt in der Lava und habe unten noch einen Kleinling entdeckt. Ah, ich habe den so schon gesehen. Absichtlich so, runter. Du bist wieder sehr schlau, ne? Sorry. Also diese Runde läuft tatsächlich mal richtig so gut für mich, dumm. Ne? Ich bin gestorben. Ja, ich auch. So, hey, bei mir läuft es gerade richtig gut. Ja, richtig gut. Fluffig, ne? Richtig. Ja. So, dann mal da hoch. Okay, jetzt diesen Dings da zu kriegen, sieht gar nicht so einfach aus. Nein! Nein, ich habe ihn gekillt! Nein! Ah, direkt! Nein, mach das! Ah! Nein! Oh, ich hab's geschafft! Oh, Skill! Ich versuch's nochmal, ich bin gerade gestorben. Skill, Baby, weil Skill! Mein Lümmel war schon zu weit, ich konnte den Strich nicht da setzen, wo ich gebraucht habe in dem Moment. Warte. Yes, ich hab's auch bekommen. Super. Ja? Sehr schön. Jo. Wie viel im Versuch? Beim zweiten. Achso. Das war auch nicht wirklich beabsichtigt, ja? Und ich hab oben eine versteckte Tür entdeckt. Warte mal, erstmal die Münze hier einsammeln. Du hast denn da eine versteckte Tür entdeckt? Achso, da oben. Noch. Ah ja, okay. Ja, gut. Der bestehe ich quasi ja schon davor. Also die ist ja wirklich, also ich würde die nicht versteckt nennen. So, weißt du, das ist ja, wenn ich dir einen Apfel vor die Nase auf den Tisch lege und dann vor sagen den, so. Vor den Augen verdeckt. Machst du, hä? Ich bin ja gerade gestorben, wie habe ich das gemacht? Bin ich, was ich hier gerade tun soll. Du musst also wahrscheinlich, nein! Hä, wie geht denn das? Ja, ich weiß. Ja? Ich weiß. Hast du schon geschafft, oder? Bist du auch gerade so unfähig, so wie ich? Nee, ich weiß nicht, was ich tun soll. Du musst, glaube ich, im rechten Moment, also du hüpfst, du machst um den Streifen, du hüpfst und du musst im richtigen Moment einen Stampfer auf den zweiten machen. Damit du darüber kommst. Stampfer, wieder diese Stampfertechnik, ja, der. Nein, und natürlich darfst du dabei den möglichst nicht verfehlen. Ne? Ja, genau, so wie ich jetzt. Ja, so wie ich auch gerade. Okay, alles klar. Zwei Idioten, gleicher Fehler. Ja, ich hab's. Neues Glück. Neue Wahnsinnsfahrt. Jo, und auch den König gerettet. Oh, und schon wieder vorbeigehüpft. Wundervoll. Okay. Lass dir Zeit. Dafür habe ich mir so lange ein bisschen Liebe von dem König geholt, so, ne? Okay, ich verstehe schon, ja. Wir haben uns sehr, sehr gerne. Ich bin schon wieder vorbei. Ja. Macht ihr mal ein bisschen eure Spielchen. Ich versuche hier. Ich bin hier ganz nur so. Lieber Lümmel, bleib mal da links, wo du bist. Wenn ich mit dem König ein bisschen allein sein kann. Es gibt's doch nicht. Eigentlich so einfach, so ein kurzer Bonus-Level, ne? Aber. Oh nein, das sieht gerade so falsch aus. Ich stehe gerade absichtlich ein wenig. Nah am König. Und der König zappelt so sehr seltsam rum und hüpft immer so komisch rum. Das sieht sehr, sehr falsch aus. Will ich auch machen. Von mir die Arme da so hochhält dazu. Das ist echt geil. Und jetzt hüpft das dann so. Oh, juhu, nee. Juhu. Okay. Genug Spaß gehabt, weiter geht's. Liebe Kinder, was auch immer wir da gemacht haben, wir wissen es selber nicht. Wir wissen nicht. Oh shit. Was das war, ihr wollt es auch nicht wissen. Nee. Fragt am besten eure Eltern danach, wenn ihr es wollt. Genau. Papa. Oh, weiß nicht. Ah, nice. Das ist ja cool. Mit den Feuerwellen oben. Ah, verdammt, ich bin gestorben. Verdammt. Das ist echt Feuerwelle cool. Bewundert. Ja.
coole Idee auf jeden Fall. Oh, die verfolgen uns. Ja. Oh shit, das heißt, man muss ja die ganze Zeit durch. Ja. Quack, 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 quack. Cool gemacht auf jeden Fall. So, hier wieder ein Leben. Hast du auch schon bestimmt gerade, ne? Ja. Ich liebe es auch, dieses quack, 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 quack. Ich bin mal gespannt, die werden bestimmt auch noch diese einzelnen Elemente, die es jetzt jeweils pro Level immer so gibt, werden die doch bestimmt jetzt hier noch kombinieren zu cooleren Elementen, sodass du da halt so mehrere hast, weißt du? Ja. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Also, dass du halt so diese Sachen hast mit Ente und mit Kleinwerden und so, dass da irgendwie noch Kombinationen kommen. So, ich bin am Ende schon und ich sehe gerade, ich habe sämtliche Kleinlinge gerettet. Entschuldigung. Ja, ich auch. Oh, da rechts ist noch mal ein Käfig, warte mal. Ach, beinahe übersehen. Oh, tatsächlich, das ist ja geil. Ja. Okay. So, also bei mir sieht es diesmal wirklich gut aus. Ja, bei mir auch. So, zu deinem 4-0, ich würde eher mal so sagen, so, nicht mit mir, bist nicht du skeptisch? Bist du skeptisch? Ja, ich bin sehr skeptisch. Obwohl ich das so großkotzig angekündigt habe. Ja, und dann behaupte ich einfach mal richtig großkotzig, dass es nicht der Fall sein wird. Ich bin gespannt. Ich habe mich auch sehr, sehr bemüht diesmal. Okay. Ne, dann bin ich gespannt. Dann musst du aber die auch zuerst sagen, wie viel. Okay, okay. Wahrscheinlich lassen mich da gleich aus. 650. Shit, 643. Ja! Schade. Sehr, sehr schade. Juhu. Das war ja knapp. Ja, das war knapp, aber verdient, würde ich sagen. Vor allem auch richtig viel, Mensch. Also das ist schon bitter, wenn man verliert, wenn man so viele Kleinlinge hat. Ich meine, wenn ich gewonnen hatte, dann hattest du immer 30 weniger als 30 oder so. Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich war es dann irgendwie alles nicht meine Runde gewesen. So, ja. Jetzt kenne ich die Kniffe von allen Einzelnen, jetzt bin ich überall drin, jetzt hab ich so einen Flow, weißt du? 3-1. Sehr gut, 3-1. Und ich hole auf. Also es wird nicht dabei bleiben. Dann noch ein paar Kapitel vor uns, wo man das so nach und nach wieder ausbauen kann, also wo du einen Vorsprung ausbauen kannst, beziehungsweise ich das Ganze halt noch kippen kann. Genau. Wir haben noch so ein Bonuslevel bekommen. Halt gleich nochmal als Zeitlevel, Tote Glasur. Hab ich gerade gekriegt. Okay, ich nicht. Die werden ja immer ein bisschen zufallsmäßig irgendwo reingewürfelt, glaube ich, oder? Oder bei einer gewissen Punktzahl. Bonus Endlevel sieht auch schon, also das Musiklevel sieht auch ganz nett aus. Ich habe mal ganz kurz einen Blick riskiert. Oh ja. Ja, beim nächsten Mal gibt es dann hier Tod oder Torte. Ah, vorhin nochmal kurz das Rubbellos, ne? Oh ja, ganz wichtig. Unser Rubbellos. Das ist jedes Mal, kann Folge. Das sein? Bitte? Du würdest es jedes Mal vergessen, wenn ich es nicht sage. Ich das ja, Gefühl, ich glaube schon. Das ist so, ja. Ich habe eine neue Kreatur bekommen. Ganz, ganz fix. Ich auch. Ein Kuscheltier. Ja. So, dann gucken wir uns das doch mal an. Endlich wieder jemand, mit dem ich kuscheln kann. Ja, endlich wieder jemand, der lieb zu Rubli ist. Ja. Mach dir mal Gedanken. Der McGrath hier, der mich da so richtig abzieht jedes Mal und fertig macht und sich auch noch über mich lustig macht, so. Oh ja, ein Toast! Ja, ich habe auch einen Toast, ein einäugiges. Ach cool, ich hab einen weiblichen Toast. Ganz einfach. So cool. Ich liebe die Toasts, ich will mehr Toast haben, ich will den Toastkönig sehen und die Toastkönigin. Ja, die sind echt so richtig geil. Cool. Ah ne, die Toasts sind am besten. So. Gut. Okay, war jetzt nicht so lang die Folge, aber ich denke, okay, da teilweise gibt es halt mal eine 30-Minuten-Folge, manchmal 12 Minuten, je nachdem, wie dämlich wir uns halt mal anstellen. Betonung liegt auf wir. Bitte? Betonung liegt auf wir. Genau. danke. Dich auch, lieb. Was du da reininterpretierst, dafür bin ich nicht verantwortlich. Ja. So, und das nächste Mal treffen wir uns im Tod der Torte. Nee, Tod oder Tod, Torte. Tod oder Torte, genau. Ja. Wundervoll. Dann bis dahin. Alles klar, macht's gut. Ciao. Ciao.